Ist es nicht besser, wenn es wärmer wird? Das würde nur stimmen, wenn wir ganz isoliert einzelne Pflanzen und Tierarten betrachten würden. Oder wenn wir nur an die sinkenden Heizkosten in milderen Wintern oder einen längeren Sommer denken würden. Aber die Erde ist ein global vernetztes Ökosystem. Und bei wenigen Vorteilen erleben wir derzeit viele Nachteile. Ein Beispiel. Auf der einen Seite freuen sich viele Menschen in Mitteleuropa über wärmere Sommer. Aber die Temperatur ist nur ein isolierter Klimafaktor. Wenn wir das ganze Bild betrachten, gibt es eine Vielzahl von negativen Folgen, die mit den wärmeren Sommern zusammenhängen. Es gibt mehr Dürremonate. Dies führt auf der einen Seite zu Ernteausfällen. Auf der anderen Seite gibt es dadurch mehr Waldbrände. Die Grundwasserversorgung ist mancherorts in Gefahr. Sinkende Wasserpegel behindern die Schifffahrt in Flüssen. Und es gibt viel mehr Extremwetterlagen. Jeder von uns kann sich an einen heftigen Sturm oder eine große Überschwemmung mit vielen Verletzten und Toten erinnern. Die Gesamtbilanz zeigt also ein ganz anderes Bild als nur der einfache Blick auf wärmere Sommer.